Hi, ihr seid begeistert. Lange musstet ihr warten. Wir haben euch versprochen, wenn die Tech 41P bei uns als stärkere Version rauskommt, machen wir dazu auch noch ein kleines Review. Und genau das machen wir heute. Wir stellen die euch einmal vor, zeigen euch das Ding nochmal genauer und gehen dann natürlich auch nochmal drauf ein und schießen das natürlich auch noch, dass ihr einfach mal seht, was das Ding für den Preis kann. Aber fangen wir mal an, das Ganze auszupacken. Ihr bekommt das Ganze in einem schlichten Karton von Silverback. Dazu einmal Anleitung von uns, Anleitung von Silverback direkt. Dann haben wir hier einmal Distanzstücke, die wir am Schaft anbringen können, um das Ganze noch etwas anzupassen an unsere Schulter. Einen kleinen Tech 41 Patch. Einmal den Zylinder komplett schon fertig alles verbaut. Und hier haben wir noch den Splint, den Spring Guide Stopper. Und natürlich einmal die Waffe selbst. Aber fangen wir mal mit der Montage an, denn ihr bekommt das ganze Teil zusammengebaut. Ihr müsst jetzt erstmal hier hinten die Schraube etwas lösen, damit wir die Wangenauflage entfernen können. Jetzt müssen wir hinten das Gummi entfernen und hier drin befindet sich unser Tool zum Einlegen des Spring Guide Stoppers. Wenn wir dann unser Werkzeug entnommen haben, können wir dieses an den Spring Guide Stopper anschrauben. Das sieht dann so aus. Und wir haben hier eine Seite, die flach ist. Wenn wir jetzt den Zylinder einschieben, muss die flache Seite in diese Richtung reingedrückt werden, dass das quasi dann so eingesetzt ist, dass die flache Seite nach vorne zeigt. Ich zeige es euch nochmal, dass ihr das seht. So muss das quasi dann von unten eingesetzt werden. Das bauen wir jetzt einmal zusammen. Dazu den Abzug gedrückt halten. Den Zylinder einführen, festsetzen und dann können wir das Ganze einmal umdrehen. Wir haben jetzt hier unten ein Loch und jetzt müssen wir mit der flachen Seite nach vorne den Spring Guide Stopper einsetzen. Und wenn wir diesen dann einmal festgedrückt haben, können wir das Ganze wieder runterschrauben. Einmal kurz auf Funktion testen, das geht. Und schon können wir unser Werkzeug wieder zurück in den Schaft einsetzen, die Gummikappe drüber und dann wieder die Wangenauflage einsetzen. Dann könnt ihr die Wangenauflage auch gern schon in eurer Position anbringen. Dann nehmen wir einmal unser Scope her und das bringen wir auch direkt mal an. Wir haben jetzt hier wieder ein 4 bis 16 x 50 von BOG, wie wir auch schon bei der Steyr Scout verwendet haben. Dann schauen wir einmal, ob das passt. Die Wangenauflage muss noch etwas nach oben. So ist das Ganze für mich jetzt angenehm. So, jetzt haben wir das Ganze zusammengebaut, aber fangen wir mal an, über die Waffe generell zu sprechen. Wir haben hier einen Lower, der komplett aus Polymer gefertigt ist, aus einem sehr hochwertigen Polymer, von Silverback bekannt. Ein Außenlauf, der aus Aluminium gefertigt ist und auch der Receiver, der komplett aus Aluminium ist. Hier vorne haben wir dann rechts und links und auch unten M-Lock. Hier können wir dann einen Bipod mit M-Lock befestigen, alternativ eine Schiene dran und dann darüber ein Bipod befestigen. Die Magazine werden hier mit einer AK-Style-Sicherung entfernt und wir haben in den kleinen Magazinen 48 Schuss. Es gibt jetzt auch noch die längeren Magazine von der Tech 41A, die funktionieren auch in der Tech 41P. Mit denen hat man, wenn ich mich nicht täusche, sogar dann 100 Schuss. Dann haben wir hier ein ganz besonderes System, denn die Tech 41 hat das Magazin recht weit hinten sitzen. Typisch für Airsoft-Sniper ist es, dass das Magazin etwas nach vorne gesetzt wird, in die Nähe von der Hop-Up-Kammer. Hier läuft es aber so, wir füllen das Magazin, wir setzen es ein und dann geht hier eine Feeding-Tube nach vorne. Über diese Feeding-Tube, das kann man hier vorne nur ganz, ganz schwer erkennen. Hier ist nämlich ein kleiner roter Knopf, der quasi dann vom Magazin gedrückt wird, dass die Kugeln nach vorne befördert werden. Und diese Feeding-Tube ermöglicht es uns, das Magazin in der Originalposition zu behalten
und dennoch die Kugel nach vorne zu feeden, damit wir auch einen langen Zylinder mit viel Volumen haben können. Der Nachteil an diesem System ist es, ihr müsst jetzt das Magazin, wenn ihr das voll habt, einmal einsetzen. Dann rutschen die Kugeln erstmal in diese Feeding Tube. Danach macht ihr das Magazin nochmal raus und macht es nochmal voll und so habt ihr dann die volle Kapazität des Magazins. Die Kugeln in der Feeding Tube bleiben dann immer drin. Das heißt, die werden dann immer nachgeschoben, wenn ihr ein neues Magazin einsetzt. Die Kugeln könnt ihr dann natürlich aber durch den Knopfdruck auch wieder entfernen, auffangen, wegschmeißen, wie ihr das wollt. Bei dem Kugelgewicht, was wir hier brauchen, würde ich sie eher auffangen, denn die sind teuer. Wir haben an der Waffe selbst mehrere QD-Punkte zum Anbringen von einem Sling. Wir haben hier hinten beidseitig und hier vorne beidseitig den QD-Punkt. Und somit können wir dann sowohl rechts als auch links unseren Sling befestigen. Und die Waffe ist auch umtauschbar auf Linkshänder. Wir haben eine Länge von 1100 mm und ein Gewicht von 2,6 Kilo. Ist also für einen Sniper immer noch recht angenehm, nicht allzu schwer, lässt sich super gut spielen und macht wirklich Spaß. Der Innenlauf hat eine Länge von 510 mm bei einem Durchmesser von 6,05. In der Front haben wir ein 24 mm Gewinde. Da benötigt ihr dann einen Adapter, um einen Schalldämpfer anbringen zu können. Den Adapter haben wir aber leider noch nicht im Shop. Wir haben eine 90 Grad Abzugseinheit und eine 90 Grad Piston verbaut. Und von uns bekommt die Waffe dann noch eine Rapax-Feder spendiert. Vorteil, die lässt sich super easy spannen und hat dafür eine sehr gute Leistung, denn wir kommen hier auf ganze 3 Joule. Die 3 Joule werden gemessen mit 0,25er BBs, so wie es auch für die PDB-Zulassung gedacht ist. Und alles weitere müssten wir dann testen. Das heißt, wir werden das Ganze im späteren Verlauf auch nochmal mit den 45ern testen, die wir dann auch zum Schießen benutzen. Da geht die Leistung dann sehr wahrscheinlich nochmal ein Stückchen hoch. Wir haben hier auch ein TDC-Hop-Up ab Werk. Das ist auch schön beschriftet mit Zahlen und hat einzelne saubere Klicks, dass wir das auch ordentlich verstellen können. Ab Werk haben wir ja auch uns 60 Grad Hop-Up-Gummi verbaut. Das erlaubt uns einfach wirklich diese schweren BBs ab Werk auch schon gut zu hoppen. Zudem sind hier intern auch sehr viele Teile aus Stahl verbaut, was das Ganze super langlebig macht und auch wirklich von sehr hoher Qualität zeugt. Denn wir kennen es von den Silverback SRS Modellen, die schon seit Jahren super beliebt sind in der Sniper-Szene. Und mit der Tech 41P hat Silverback hier einfach was auf den Markt gebracht, was ein bisschen klassischer ist, nicht dieses Bullpup-Design. Und trotzdem super geil funktioniert und eine richtig geile Verarbeitung hat. Aber ja, ich weiß, Hard Facts, das interessiert euch nicht so sehr. Es interessiert euch bestimmt mehr, wie sie denn jetzt performt. Und das Ganze wollen wir natürlich hier auch noch rausfinden. Deswegen gehen wir mal nach draußen, laden das Ganze mit 45er Kugeln und testen das mal auf 70, 80 und wenn wir es schaffen, vielleicht sogar noch die 90 Meter. So, beginnen wir mit dem Schusstest der Tech 41. Wir fangen mal an auf 70 Meter, gehen dann noch auf 80 und dann auch noch auf 90. So, kommen wir zum Chronotest mit der Tech 41. Erstmal mit 45er BBs. Und übrigens, falls ihr euch fragt, was das hier für ein Zweibein ist, das ist das von Double Bell, das ist für M-Lock, das verlinken wir euch natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Aber legen wir mal los mit dem Chrono. So, mit 45ern sind wir knapp über 3 Joule.
Das heißt, das Spielfeld vielleicht noch etwas zu stark, aber das können wir ja regulieren. Das geht recht gut über die Feder, aber gehen wir mal hin, laden jetzt 25er Kugeln und dann probieren wir das Ganze nochmal mit 25er. So, auf 25er Kugeln mit eingestelltem Hop-Up haben wir knapp 2,8 Joule, also eigentlich optimal. Aber gehen wir jetzt mal zurück in unser Studio fürs Endfazit. So, ich hoffe, ihr konntet euch jetzt selbst mal ein Bild machen und sehen, wie geil die Waffe eigentlich wirklich performt. Und das Ganze für einen echt erschwinglichen Preis, dafür, dass es erstens eine Silverback ist und zweitens eine echt geile Sniper. Denn wir sind hier bei 479 Euro in der 3-Joule-Variante. Und das Ganze gibt es einmal in dem schönen Wolf Grey, wie ich sie hier habe, in OD, in FDI und in Schwarz. Aber welche der ganzen Farben gefällt euch denn am besten? Mir hat es die Wolf Grey echt angetan, denn es gibt nicht viele Varianten von Snipern, die es in einer so geilen Farbe gibt. Und auch die Tech 41A, zu der wir vielleicht dann auch noch ein Video machen werden, ist einfach super geil. Das heißt, für mich einfach momentan auch mit einer der besten Sniper, die man out of the box so bekommen kann. Vor allem mit dem TDC-Hop-Up-Werk, den Stahlteilen, die intern verbaut sind, dem Alu und dem super starken Polymer vom Schaft, den Verstellmöglichkeiten, die wir hier haben. Alles in allem wirklich super Sniper, sie liefert super ab. Und was will man da denn noch mehr? Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns super über einen Daumen freuen, ein Abo und die Glocke aktivieren. Hilft uns auch noch weiter und kostet euch nichts. Schreibt uns gerne auch noch einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!